Willkommen bei den Nachrichten um 2 Uhr. Schockierende Neuigkeiten. Nief hat es unfreiwillig geschafft, als Essigbrücke durchzugehen, nachdem er ausgerutscht und in ein Einmachglas gefallen war. Er saß daraufhin in dem Glas zwischen Gurken und Karotten fest. Zum Glück wurde Nief nach etwa einem halben Tag zusammen mit den Gurken aus dem Glas geholt. Er überstand diesen tragischen Zwischenfall unverletzt. Berichten zufolge befinden sich die Karotten noch immer in dem Glas. Von offizieller Seite wurde bestätigt, dass Liesni vermutlich noch für den Rest des Monats nach Essig riechen wird. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Über das Thema weiß ich besser Bescheid als ihr. Verstehe, das ist eine ganz schön komplizierte Angelegenheit. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Caro Kiba, und das waren die Nachrichten um 2 Uhr. Man sieht, unsere Mies leben ganz schön gefährlich, aber der Sommer lädt ja auch gerne dazu ein, dass man mal was Neues ausprobiert. Solange man eben noch Sommerurlaub, Sommerferien hat. Was bei mir heute der vorletzte Tag meiner Sommerferien ist. Übermorgen beginnt für mich wieder der die harte Realität, der gewohnte Alltag, der Ausbildung. Aber das soll mich und euch jetzt gerade nicht stören, denn wir wollen schauen, was unsere Mies machen und am besten erstmal ein paar Spenden für die Insel dalassen, das ja auch gut für alle gesorgt ist. Ne, alle wieder schön vorbeikommen, ein bisschen was im Sparschwein droppen und schon haben wir 161 Euro wieder dazu bekommen. Das können wir heute ja mal nach Lust und Laune ausgeben, zum Beispiel auf dem Mittagsmarkt. Diese Schreinerkleidung sieht immer und überall ganz fantastisch aus. Und Caro und Nago sind heute sehr präsent. Schon das zweite Mal, dass wir die sehen. Aber nee, das entspricht nicht so ganz meinem Geschmack. Ich wüsste auch keinen Zuschauer, dem das so ansprechen würde. Was geht denn so im Vergnügungspark ab? Irgendjemand ist gerade da? Asinu fährt alleine ein Riesenrad? Kann man machen? Ich habe ja tatsächlich, muss ich eingestehen, ziemliche Angst vor Riesenrädern. Ich fühle mich da oben absolut unwohl. Früher hatte ich das nicht, ich habe mir da nicht allzu viel dabei gedacht, aber irgendwann, habe ich mich da oben nicht mehr sicher gefühlt und bin dann auch nicht mehr Riesenrad gefahren. Ihr könnt ja mal gerne sagen, wie das bei euch ist, aber mich spricht das leider nicht mehr an. Und gleich um 14.30 Uhr könnten wir Tomodachi Quest spielen, aber ich glaube, das lassen wir. Das hatten wir ja letztens und das ist echt nicht die spannendste Aktivität, der man hier nachgehen kann. Dann noch lieber ein Ründchen im Café chillen. Oh, wieder mit Nago, diesmal aber mit Franzi. Na, habt ihr beiden ein Date? So, ist das nur rein freundschaftlich oder wollt ihr euch austauschen, was in der nächsten Pokémon Presents vorgestellt wird, die zum Aufnahmezeitpunkt in wenigen Tagen stattfindet? Solltet ihr diese Folge in der Zukunft schauen, dann sagt mal gerne, wie die Pokémon Presents im August 2023 so war. Ich hoffe, es wird mal was, halbwegs Interessantes angekündigt. Interessant ist auf jeden Fall, dass einige unserer Mies spielen wollen oder auch Freundschaftsbedürfnisse haben. Zum Beispiel Jenny, die, entweder halb einschläft oder imaginär Musik hört. Eins von beiden. Wir schauen mal. Klopf, klopf oder Klingeling. Lange nicht gesehen. Wo warst du denn die ganze Zeit? Urlaub, meine Liebe. Urlaub. Ich habe gehört, dass Franzi mit mir befreundet sein will. Das wäre doch ganz wunderbar. Vielleicht sollte ich einmal mit ihr reden. Genau, wir gucken mal, wo das hinführt. Franzi ist sowieso immer guter Dinge, immer gut drauf, immer heiter, immer munter. Und wenn du dann daherkommst und sagst, hey, lass mal Freundschaft schließen, dann rechne ich da recht hohe Chancen ein. Auch schön wie der Hut gerade, Franzis Ausdruck komplett verdeckt. Und? Ja, ich hatte erst gedacht, das Gespräch fällt recht kurz aus, vielleicht wird das nichts, aber doch, hat geklappt. Wir haben uns wunderbar verstanden und sind jetzt miteinander befreundet. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Immer her damit. Ich glaube, ich habe im letzten Tomodachi Life Let's Play dieses Item komplett ignoriert, weil ich es einfach komplett dröge fand. Man könnte meinen, Franzi und ich sind schon ewig befreundet. Noch nicht mal eine Minute! Aber ja, wie Zeit verläuft, das interpretiert sowieso jede Person ein bisschen anders. Gönn dir erstmal ein bisschen Spaghetti. Das gab's bei mir gestern nämlich auch.
Oh, nicht ganz dein Fall. Okay. Schade. Dann haben wir da Dani, der einsam dort sitzt. Vielleicht möchte er auch gerne Freundschaft mit jemandem schließen. Nur, wer wird es sein? Lange nicht gesehen, Ebenbild von Nagi. Ja, dürfte 2 Wochen her sein. Ich habe gehört, dass die Kai mit mir befreundet sein will. Ja, ihr seid zumindest beide auf meinem Discord-Server und habt vielleicht sogar schon das ein oder andere Mal miteinander gesprochen. Ich weiß nicht, aber da rechne ich doch ganz gute Chancen ein. Einmal mit ihm reden. Ihr seht, heute wird sehr viel für die Freundschaftspflege auf der Insel getan. Auch TK, immer munter, immer heiter, nie hält er still, immer in Action. Und ihr habt beide schon mal gestreifte Pullover, also ihr passt jetzt schon hervorragend zusammen. Also, mein Gefühl täuscht mich nicht. Wir haben uns wunderbar verstanden und sind jetzt miteinander befreundet. Und das war so famos, dass das sofort für ein Level abreicht. Was könnte ich dir denn mal geben? Du hast schon einen Fußball dabei, weil ich weiß gar nicht, ob du überhaupt so der sportliche Typ bist. Vielleicht würde dir ein tierischer Freund auch ganz gut tun. Ne, du hast ja Katzenohren und ich finde es immer ganz schön, wenn Hund Bitte und Katze sehr. Sich eigentlich ein dann noch ganz gut Dankeschön. Verstehen. Daher lass uns mal dieses Experiment eingehen. Ich war mit TK spazieren. Da war eine Bratpfanne. Und dann überkam ihn wieder dieses Kribbeln nach dem Motto: Ah, Dani, ich kann nicht anders. Ich muss kochen. Ah. Und dann sagte Dani: Nein, der Hund hat erstmal Priorität. Erst gehen wir Gassi mit dem Hund und dann können wir kochen. So, Saguma auch extrem hyperaktiv in Spiellaune. Wir schauen mal rein. Magst du etwas spielen? Bin sofort an Bord. Mies Silhouettenquiz. Ich müsste eigentlich meine Mies ganz Silhouette. Gut erkennen. Wessen Silhouette ist das? Das müsste Saku sein. Die richtige Antwort ist... Saku steckte dahinter. Applaus, Applaus. Die zweite Silhouette. Wessen Silhouette ist das? Ah, dieses Propeller-Cappy ist natürlich unverkennbar. Das gehört eindeutig TK. Die richtige Antwort ist... TK steckte dahinter? Ja, ich will schon mal. Niemand sieht so stylisch mit einem Propeller-Cappy aus wie TK. Und die letzte Silhouette? Wessen Silhouette ist das? Na, wir haben 2 Personen auf der Insel mit diesem Hut, aber... Das erkenne ich auch an der Frisur, das ist Azunyu. Die richtige Antwort ist... Azunyu steckte dahinter? Glückwunsch. So, her mit der Belohnung und ich nehme mal die mittlere Box. Ach, schade. So einen Röhrenfernseher kann man natürlich immer gut für Retro-Games gebrauchen. Wobei der Kristall sich ja sehr gut sich verkaufen lässt. Man fühlt sich ganz einfach besser, wenn man enge Freundschaften pflegt. Ja, das... Oh! Du hast da was so was rein zufällig auf deinem Kopf. Was im Gesicht? Du hast da eine Feder am Kopf. Meine liebe Sagume, lass mich dich eben davon befreien, dann kann dein Tag auch wieder ganz entspannt weitergehen. So, bitteschön. Vielen Dank. So, dann wollte noch spielen... Dennis, du wolltest vorhin noch spielen. Hast du deine Meinung geändert? Willst du lieber Gewalt am Sandsack ausüben? Dennis, Gewalt ist keine Lösung. Es ist eine mögliche Antwort, aber in der Regel keine Lösung. Na gut, aber Lesniff hat ein Problem. Außer, dass er vorhin im Glas eingewickelt war, hat er noch irgendwas anderes auf dem Herzen. Danke, jetzt ist der Schluck auf weg. Mir war nicht mal bewusst, dass du einen hast. Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen. Irgendwas Lässiges. Irgendwas Lässiges. Haben wir da so rein zufällig noch was? Jeans-Shorts-Kombi. Ich meine,
Ja, das ist lässig, simpel, das... Na, Strickjacke eher weniger. Wir versuchen es mal hiermit. Na, gut. Ja, also. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön und es ist ein Magenmittel, wovon ich jetzt schon ganz viel auf Lager habe. Ich komme mit Leuten in jedem Alter gut zurecht. Darf es vielleicht noch ein Stückchen Erdbeertorte sein, mein Lieber? Und ich habe gerade sein zweitliebstes Essen gefunden. Sehr schön. Du hast nichts im Gesicht, dann ziehe ich mal weiter meines Weges, in der Hoffnung, noch weitere Action hier zu finden. Vielleicht hat ja irgendjemand ein Anliegen, der gerade nicht zu Hause ist, deswegen wir klingeln mal so ein bisschen durch. Caro haben wir heute schon ziemlich oft gesehen, TK auch, Lesniv. Sanji, was machst du denn gerade Schönes? Außer bei Besuch zu sein. Sugoi. Sugoi, da hat aber jemand gute Laune. Im Fernsehen war eine, die hat so ausgesehen wie Franzi. Vielleicht war es ja Franzi. Frühlingsröhrchen gefällig? Ja, kann man machen. Muss man aber nicht. Okay, irgendwie haben die Mies jetzt gerade... Oh, Nago hat ein Anliegen. Nago möchte spielen. Und vielleicht sogar mal einen neuen Hut? Ich glaube, den setze ich ihm auch langsam mal wieder ab. Okay, wir spielen. Aber nicht schon wieder Silhouettenquiz. Zoom-Quiz, okay. Das erste Item. Was wird es wohl sein? Karotten, Spargel mit Schinken. Ich schätze mal, das sind Kartoffelchips. Die richtige Antwort ist... Nein! Es waren einige Karotten. Okay, okay. Für Chips war das wahrscheinlich ein bisschen zu dunkel. Aber das Zoom-Quiz ist aber teilweise echt schwierig. Schade, schade. Aber das machen wir demnächst nochmal. Vielleicht. Mit Philipp komme ich wirklich toll klar. Ja, deswegen seid ihr auch nicht beste Freunde. Kann ich dir den Hut wegnehmen? Weißt du was, du bekommst jetzt auch Katzenohren, mein Lieber. Na, nicht so ganz dein Ding. Okay, okay. Du bist zwar mein Zwillingsbruder, aber so ganz ähnlich sind wir uns dann doch nicht. Aber gut, du bist ja auch mein böser Zwillingsbruder. Und auch TK hat... Sag mal, TK. Ferkel. Furz einfach und willst jetzt irgendwelche Freundschaftsangelegenheiten hier in die Welt setzen. Ich glaub's ja nicht. Lange nicht gesehen. Wo warst du denn die ganze Zeit? Man nennt es Urlaub. Tut echt gut. Ich glaube, eine Beziehung würde Lesniv gut tun. Oh, aber, wie wär's denn mit wem? Mit mir? Nein, 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 nein. Das finde ich jetzt ein bisschen sehr weird. Mit Lesniv? Nee. Alternative vielleicht? Gut, wer bietet sich denn für meine Verkupplungsaktion an? Okay, mit wem sollen wir Lesniv verkuppeln? Es ist gerade nur Jule möglich und ich. Okay, Jule oder ich. Jule! Wir versuchen das einfach mal. Es sollen sich also Lesniv und Jule treffen. Gut. Die beiden kennen sich zwar im Real Life überhaupt nicht, aber vielleicht funkt es ja zwischen den beiden. Hier so schön mit Date und TK da ganz unauffällig hinten mit seiner Zeitung mit Loch drin. Ja, 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 ja. Du kleiner Spion, du. Die Kleidung steht ihm aber auch gut. Die eher weniger tatsächlich. Nee, das ist nicht so ganz eins. Aber immerhin haben die beiden wunderbares Wetter, dass man all diese schönen Aktivitäten so richtig genießen kann. So, die letzten zwei Wochen waren bei mir immer sehr mit Regen erfüllt und ja, hat das eingeschränkt, was man machen kann. Wir sollten öfter gemeinsam etwas unternehmen. Aha, aha, aha. Aber so richtig gefunkt hat es da noch nicht, oder? Also die beiden sind jetzt wahrscheinlich dick befreundet, aber zählte das jetzt schon als Beziehung? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Mein Plan ist aufgegangen. TK, das Mastermind. Hast es mal wieder geschafft. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön.
Reisegutschein, auch verreisen wir ja auch mal wieder ganz schön, ne? Wenn ich an Leute denke, die keine Freunde haben, werde ich ganz traurig. Und mich macht es traurig, dass dein Propellerkäppi durch diese Pusteblume verschandelt wird. Das geht nicht. Du hast da was von einer Pusteblume auf dem Kopf. Mach das Ding weg. Also wirklich, TK, du musst schon ein bisschen mehr auf dein Äußeres achten. So, bitteschön. Vielen Dank. So, und gütigerweise noch ein Orangensaft für dich. Ab und zu mal was Gesundes tut ja auch ganz gut. What? No! No! TK mag keine gesunden Sachen. Oh, shoot. TK? Kommentier mal bitte. Magst du auch im Real Life keinen Orangensaft? Holy shoot. Alle Level-Ups wieder weg oder die ganzen Erfahrungspunkte. Ich übe gerade Grimassen. Okay, wir haben sein Hassessen gefunden. Magst du vielleicht Hummus? Ja, immerhin. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Ja gut, dafür, dass ich vorhin noch deinen Magen verdorben habe, gibt's jetzt Haarfärbespray? Okay, gut, dass ich das habe. Ich habe nämlich einer Person versprochen, dass ich ihr die Haare färbe, wenn ich Haarfärbespray habe. Und das ist Asinu. Also, komm mal kurz vorbei. Ganz geschwind. Schnauf, schnauf. Perry, schön, dich zu sehen. Wie lang ist es jetzt her? Naja, im Real Life haben wir uns erst gestern gesehen. Im Spiel ist das schon ein bisschen her. Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Okay, was könnten wir denn da nehmen? Ich müsste sowieso allgemein nach Klamotten shoppen. Vielleicht dieses Sommerkleid. Mit dem Hut, das wird doch auch zusammenpassen. Ja, jetzt nicht so ganz ihre Lieblingskleidung, aber gefällt ihr ganz gut. Nee, aber was ich vorhatte, sie wollte gerne blaue Haare haben. Kannst du eine nette Farbe für mich aussuchen? Welche Farbe passt wohl zu mir? Okay, welchen Blauton nehme ich jetzt aber? Das ist jetzt ein bisschen schwierig, welchen Ton wir nehmen, und ich kann sie auch gerade nicht einfach so nach ihrer Meinung fragen. Ich glaube, wir nehmen mal dieses etwas hellere hier. Also nicht ganz hell, so ein Mittelding. Wir probieren das mal. Also gut. Und wie sehe ich aus? Passt auf jeden Fall zum Dress. Also das machen wir so. Diese Hitze bringt mich noch um. Und dabei bist du schon so luftig angezogen. Ich habe auch leider kein kühles Getränk, das ich dir geben kann. Wir tun einfach so, als käme dieser Orangensaft frisch aus dem Kühlschrank. Und wehe, du magst den auch nicht. Okay. Und dafür bekommst du... Was könnte ihr denn ganz gut gefallen? Ein Schminkset. Nur für dich. Tob dich damit aus. So, du hast auch nichts im Gesicht. Dann kann ich ja ganz beruhigt von dannen ziehen. Und abseits davon, ja, wir haben ein paar kleine Problemchen hier im Haus. Aber jetzt nicht mehr so viel. Saku hört gerade chillige Musik. Danced ein bisschen ab. Und Ryo, dem ist auch viel zu warm. Aber er ist auch etwas dick angezogen. Ich wollte gerade mal gucken, ob noch irgendwas anderes gerade auf der Insel von sich geht. Also ich würde sagen, sowas wie einkaufen, das mache ich dann gleich, nachdem ich die Folge beendet habe. Aber hier wird gegrillt. Und wisst ihr, ich hätte echt verdammt gerne gegrillt während der Sommerferien, aber wenn das Wetter dann mal in den wenigen Fällen gut war, dann habe ich gerade was anderes unternommen. Und die meiste Zeit hat es eben geregnet. Ich würze am liebsten spärlich, um das natürliche Fleischaroma voll genießen zu können. Oh, mal ganz kurz. Da steigt der Rauch doch etwas zu doll auf.
Wir grillen hier richtig authentisch. Neuerdings sollen manche ja auch Spaß dran haben, Wassermelonen zu grillen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das zusammenpasst. Ist aber auch erstaunlich lecker. Aber gut, wenn ich das weiter so sehe, dann werde ich noch sauer, dass ich im Sommer nicht grillen konnte. Von daher, genug geschaut. Konzerte wollen wir gerade nicht geben. Wisst ihr was? Wir lösen noch die beiden Probleme da im Haus und dann haben wir für heute auch einen guten Endpunkt gefunden. Lange nicht gesehen. Wo warst du denn die ganze Zeit? Dreimal darfst du raten, wo ich war. Im Urlaub. Ich brauche einen neuen Hut. Was? Aber die Schleife passt doch. Zählen Katzenohren als Hut? Wir probieren das einfach mal. Es sieht süß aus. Und es gefällt dir auch. Volltreffer an Schwarzer. Ich mag es, wenn ich meinen Kopf gebrauchen muss. Und vor allem, wenn Katzenohren drauf sitzen. Okay. Wie wäre es denn mit einem Muffin? Ein kleiner Snack zwischendurch. Leider nicht ganz. Okay, einen Versuch wagen wir noch. Wir nehmen stattdessen Schwarzwälder-Torte. Wann gibt's das schon mal auf der Insel? Und ich bin gerade nicht kreativ genug für eine Phrase, deswegen gibt's für dich was könnten wir denn mal nehmen? Eigentlich müsste es ein Mietzen-Miet-Coupon sein, genau. Dann sind mit dir gleich zwei Katzen in der Wohnung. Passt doch. Oh, erstmal hochheben. Die kleine Mietz. Aber ob ihr das so gefällt, na, weiß man ja nicht. Katzen lassen sich ja nicht gerne so hochheben in den meisten Fällen. Okay, jetzt hat auch noch Jule. Oh, oh, oh. Seht euch das an. Oh, im Kino sind die beiden am Rumturteln. Dann wollen wir sie mal nicht stören. Ach je. Lesen hier, Jule, Glückwunsch. Ich hoffe, ihr werdet noch happy zusammen. Lange nicht gesehen. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich werde das nicht weiter wiederholen. Sag mir, was du hast. Ich wünsche mir eine neue Inneneinrichtung. Eine neue Inneneinrichtung, okay. Ich habe nicht gerade noch zufällig eine auf Lager, ne? Nee. Dann müssen wir mal ganz kurz einkaufen. Oh, die Mittelalterwohnung sieht ja doch recht schick aus. 400, ne? Ein bisschen sehr teuer. Die Cartoon-Wohnung, ich weiß nicht, ob das Rio gefallen würde. Kinderzimmer auch eher weniger. Ich glaube, wir haben diese Blumenmusterwohnung auch noch nicht. Wir versuchen es mal damit. Vielen Dank. Das würde jetzt gerade auch nicht so hart in mein Budget schlagen, also viel Spaß mit deiner neuen Inneneinrichtung. Danke für die neue Einrichtung. Ist wirklich sehr individuell. Oh, das ist Code für, ich finde sie absolut schrecklich, oder wie? Ich werde pfleglich damit umgehen. Manchmal mache ich mir Gedanken über mein Ebenbild in deiner Welt. Ich denke aber, dem geht's gerade ganz gut. Oh, er will mich schlagen. Wegen der Wohnung, die gefällt ihm nicht und jetzt gibt's Schläge für mich. Aber ja, ihr seht, manches lief heute hervorragend. Viele Freundschaften geschlossen, eine Beziehung ist zustande gekommen, aber Rio gefällt seine Wohnung nicht. Und die Aktion mit dem O-Saft war auch nicht so das Wahre für TK. Deswegen, ich hoffe, dass speziell er und Rio mir verzeihen können, dass das nicht ganz so geklappt hat, wie ich es mir eigentlich erhofft hatte. Aber ich werde den Tag jetzt einfach angenehm im Café ausklingen lassen, auch wenn gerade keiner hier ist. Ich sag mal, danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal und seid gerne wieder mit dabei. Bye, bye!